So, Teil 2 der Frage, ist Journalismus für Demokratie verzichtbar? Ich habe gerade wieder mit so einer App-Crash meiner Video-App zu kämpfen. Also es ging zuletzt um die Frage, ob man ernsthaft bestreiten kann, dass Kommunikation physisch in einem Raum größeren Mehrwert hat oder mehr Dinge transportieren kann, als es jemals medial möglich ist. Und ich glaube, dass das sehr schwer bestreitbar ist. Also wir merken es, also wenn wir nicht an unseren Ideologien oder an unseren Worten uns misst, sondern an unserem faktischen Verhalten, merken wir, dass wir eigentlich das Gespräch intuitiv oder aus Erfahrung suchen, wenn es halt heikel wird, wenn es kritisch ist, wenn wir tiefergehende oder auch emotional geladene Dinge miteinander zu verhandeln können, dass wir uns einfach keinen Gefallen tun, wenn wir das eben per E-Mail oder per Schriftkommunikation machen. Das machen wir eben nur, wenn es schon rechtlich ist und dann eigentlich es nicht mehr um Beziehungen geht, sondern um Krieg mittels Rechtsmittel und oft noch nicht mal telefonisch. Also wir brauchen das oft physisch in einem Raum, weil wir eben einander wechselseitig lesen können physisch und das der Kommunikation einfach extrem hilft, weil man dann eben leichter Empathie haben kann, weil man die Worte richtig einordnen kann, weil man nachfragen kann, weil man sich viel mehr aufeinander einschwingen kann und auf dieser Beziehungsbrücke auch viel, viel, wie soll man sagen, aufgeladenere Dinge gut verhandeln kann im Zweifelsfall. Also vor allem, wenn Ruhe da ist, wenn kein Stress da ist, auch wenn das von der Situation her, sondern nur im Thema, man so einen Turnwechsel hat hin und her, der eine redet, der andere redet, man kann nachfragen wechselseitig, man kann auch mal versuchen zu verstehen, was ist denn eigentlich das eigentliche Anliegen, also das Anliegen hinter dem Anliegen, das, was der andere eigentlich wirklich will und braucht, also so die Bedürfnisebene. Das ist alles sehr, sehr viel besser und leichter erreichbar in nicht medialer Kommunikation, sondern in physischer Kommunikation in einem Raum. Also sagen wir mal, physisch gestützter Kommunikation, weil medial ist ja nach wie vor, der Schall überträgt, der Schall ist auch ein Medium, nicht mehr, nicht weniger. So. Also wenn man das dann mal hat, wenn man das dann mal klar hat, ist eigentlich klar, dass geloste Bürgerversammlungen etwas leisten können, was Journalismus nicht leisten kann. Und dass in dem Moment, wo wir geloste Bürgerversammlungen zum zentralen Moment unseres Staates machen, weil wir begriffen haben, dass Demokratie zentral in gelosten Bürgerversammlungen besteht und sie deswegen dringend in der Demokratie in die Verfassung integriert werden müssen als regelmäßiger, fest institutionalisierter Bestandteil, der uns Bürger regelmäßig in die Politik bringt, und zwar alle, und zwar regelmäßig, weil wir es auf allen Ebenen machen, weil wir für alle möglichen Detailfragen geloste Bürgerversammlungen oder Bürgerräte fest institutionalisieren, so wie das jetzt zum Beispiel Madrid und Ostbelgien mal angefangen haben zu machen. Oder wie Vorarlberg das auch begonnen hat, aber eben nicht als feste Institution, aber immerhin als Teil der Verfassung, aber eben auf Zuruf, so wie in anderen Ländern Volksabstimmungen. Also wenn man das dann mal hat, dass das Teil ist, dann ist es jetzt nicht, wie soll man sagen, sonderlich spekulativ, dass die Rolle des Journalismus sich mindestens verändern wird. Mindestens. Die Frage ist, ne, also natürlich muss irgendwie informiert werden, die nicht teilgenommen haben an so gelosten Bürgerversammlungen, was ist denn herausgekommen, also das muss transportiert werden. Aber diese Grundfunktion, dass wir als in unserer privaten Bubble festhängende Menschen überhaupt in Kontakt sind mit Menschen, die außerhalb unserer privaten Bubble sind, diese Funktion wird durch geloste Bürgerversammlungen eigentlich weitgehend abgedeckt, wenn die regelmäßig stattfinden. Weil wir begegnen dann regelmäßig auf gehaltvolle Weise in wirklich, also relativ tiefgehendem Austausch Menschen außerhalb unserer Bubble. Das heißt, wir können uns selbst informieren darüber, was das Leben für andere Menschen so bedeutet, wie es anderen Leuten geht, wie die wirklich drauf sind, und brauchen nicht die mediale Transportierung dieser Sache, die sowieso halt sehr begrenzt möglich ist. Also das, was es heißt, ein bestimmtes Leben zu leben, das können wir im unmittelbaren physischen Austausch mit Menschen viel, viel deutlicher wahrnehmen, als noch im allerbesten geschriebenen und recherchierten, wie soll man sagen, Dossier zum Beispiel oder längeren Zeitungsreportage oder so. Selbst wenn die wirklich super, super gemacht ist, also technisch. Viele Journalisten, ich durfte mit vielen Journalisten auch so arbeiten. Und mein Eindruck war immer, die haben also mit Sprache nochmal ganz andere Möglichkeiten. Obwohl ich selber sage, die Sprache ist mein Freund und ich kann damit echt auch ganz gut umgehen, ja, hatte ich immer den Eindruck, dass Journalisten nochmal Sachen können, die kann ich nicht. Also, sie können zum Beispiel Dinge auf den Punkt bringen und intuitiv und sehr schnell versprachlichen. Die haben halt jahrelanges Training darin. Und insofern ist es kein großes Wunder, dass sie da einfach Fähigkeiten haben, die halt dem Durchschnittsmenschen abgehen, inklusive meiner Wenigkeit. Das kann man alles anerkennen. Und trotzdem kann man sehen, dass das halt auch mit dem besten Journalismus der Welt der Journalismus einfach das nicht leisten kann, was geloste Bürgerversammlungen leisten. Also einfach im Vergleich, im Institutionenvergleich schneidet der Journalismus einfach schlechter ab.
Er kann vielleicht andere Dinge leisten, eben so, ne, die Dokumentation solcher gelosten Bürgerversammlungen transportieren. Er kann uns auf dem Laufenden halten, was sonst noch so passiert. Aber ihm bestimmte Dinge werden einfach nicht mehr ganz so wichtig. Und insofern kann man wirklich die Frage, braucht denn die Demokratie den Journalismus zwingend, so beantworten. In einer unvollständigen Demokratie, die, in der man immer noch dem Irrglauben anhängt, dass Wahlen das zentrale Moment der Demokratie seien. Ein Irrtum, der sich Ende des 18. Jahrhunderts vorsätzlich, muss man sagen, eingeführt wurde. Bis dahin hat das kein Mensch gedacht und kein Mensch geglaubt. Also zumindest sind mir keine Quellen bekannt, die das jemals behauptet hätten. Es finden sich aber sehr viele gegenteilige Aussagen. Also im Sinne von Wahlen sind das Prinzip der Aristokratie und das Losverfahren ist das Prinzip der Demokratie. Die finden sich. Also nur in einer Demokratie, in der dieser Etikettenschwindel stattgefunden hat, also in einer hart gesagt Pseudodemokratie oder freundlicher gesagt Protodemokratie oder Prädemokratie, in der man halt nur das Wahlrecht dann immer weiter ausgeweitet hat, sodass nicht nur wie am Anfang die besitzenden männlichen Weißen wählen dürfen, sondern dann zunehmend oder mehr wählen dürfen, dann Stimmen mehr Gewicht haben, dass dann auch irgendwie dann plötzlich Arbeiter wählen dürfen, auch Leute, die kein Eigentum haben, wählen dürfen, dass dann Frauen wählen dürfen, dass man das Wahlrecht ausweitet, auch alterstechnisch immer weiter niedriger. Also auch wenn man da praktisch so, ne, das hat man dann unter weiterer Demokratisierung verstanden, auch wenn man das ausweitet, aber grundsätzlich, wenn man halt diesem an Irrtum anhängt, irgendwie Wahlen ist gleich Demokratie und Demokratie besteht zentral in Wahlen. Nur in einer solchen Staatsform, die aus meiner Sicht eine weitgehend aristokratische, wenn nicht sogar wahltyrannische Staatsform ist, weil wir praktisch Tyrannen auf Zeit wählen, also rein technisch, das ist ein technischer Begriff, das ist keine normative Wertung aus meiner Sicht, das ist eine technische Bezeichnung, was ein Tyrannis ist, sondern einfach eine Staatsform unter anderem, die es auch aus bestimmten Gründen manchmal immer wieder aufkommt, also nicht aus dem Nichts oder nicht, weil wir Menschen blöd sind. Auch wenn ich in keiner Tyrannis leben möchte, sondern liebend gerne in einer Demokratie leben will, in einer liberalen Gesellschaft plus Demokratie, das wäre jetzt meine bevorzugte Wahl der Staatsform. Also nichtsdestoweniger kann man jetzt rein technisch sagen, dass das, was wir haben, eine Art Wahltyrannis ist. Also wir ermächtigen auf Zeit, auf begrenzte Zeit Leute, die wir dann im Grunde man redet immer von Legislaturperiode, also eigentlich müsste man immer sagen Exekutivperiode, das wäre ein bisschen exakter, in dieser Exekutivperiode im Grunde machen können, was sie wollen, weil wir davon ausgehen, dass der Kopplungsmechanismus der Wahlen einen so zivilisierenden oder disziplinierenden Effekt auf die Gewählten haben würde, dass das ausreicht, damit der Demos die Kontrolle hat über die Exekutive und dann eben auch vermittelt auch über die Legislative. Dass das nicht der Fall ist, ist meines Erachtens mittlerweile hinreichend nachgewiesen. Also, dass das eine Fehlannahme ist. Möglicherweise aber auch wirklich tatsächlich, wenn man die Geschichte der neuzeitlichen Demokratie sich nochmal anguckt, in ihren Anfängen, möglicherweise aber auch nie beabsichtigt war. Also im Grunde ist es dann kein Fehlbau, sondern es ist Vorsatz gewesen, dass man dem Demos niemals wirklich die Macht geben wollte, weil man gedacht hat, das Volk ist blöd. Und deswegen ist es eine ganz dumme, blöde Idee, dem Volk die Kontrolle über die Exekutive und die Legislative zu geben. Also es waren nicht unbedingt Demokraten, die die heutige Staatsform geschaffen und bestimmt haben, sondern es waren Menschen, deren Grundeinstellungen ganz nüchtern betrachtet tendenziell aristokratisch war oder tyrannisch war. Ne? Also die Besten sollen herrschen, die Gebildeten sollen herrschen und so weiter. Das ist keine demokratische Einstellung, weil die demokratische Einstellung ist, alle sollen herrschen. Ja? Unangesehen ihres Bildungsgrads, ihrer Berufe, ihres Geschlechts, ihres Alters und so weiter. Und in der Neuzeit haben wir einfach den Anspruch, spätestens seit der Französischen Revolution, dass alle Menschen Bürger werden sollen. Ja? So wie der gute alte Freud gesagt hat, wo es war, soll ich werden, ist der Slogan der Französischen Revolution war, wo Menschen waren, sollen Bürger werden. Und das ist ein evolutiver Begriff, also praktisch der Bürgerbegriff ist der höherstehende gegenüber den Menschen. Der Menschenbegriff ist schon ganz wunderbar großartig, aber der Bürgerbegriff steht eigentlich nochmal drüber. Der sagt nämlich, in unserer Funktion als Bürger sind wir alle Menschen freie und gleiche. Als Menschen sind wir nicht alle frei und gleich. Ja, es wäre schön, wenn es so wäre, ist aber nicht. Wir sind also höchstgradig ungleich. Und wir sind also nicht nur ungleich hinsichtlich, also ganz so marginale Eigenschaften, was weiß ich, Haarfarbe, Größe, Nasenform, Schuhgröße, Geschlechtsorgane, Alter und so weiter, sondern wir sind halt auch höchst ungleich hinsichtlich der Machtmittel, über die wir verfügen. Das hat sehr viel zu tun mit den Familien, in die wir geboren werden, dem zufälligen Ort, an dem wir geboren werden. Natürlich auch, wie wir dann diese Chancen und Gaben nutzen, aber das Startkapital, sage ich mal, das Soziale und das Finanzielle ist schon sehr ungleich verteilt.
Und ich halte mich dafür einen Realisten. Ich glaube, dass das immer ungleich verteilt bleiben wird. Also, dass selbst wenn man jetzt notorisch so irgendwie kommunistisch oder so oder faschistisch versucht würde, irgendwie so eine künstliche Gleichheit herzustellen, im Privaten wohlgemerkt, dass diese Gleichheit sehr, sehr schnell wieder auflösen würde, also zugunsten neuer Ungleichheiten. Also diese Ungleichheit ist einfach unvermeidlich. Also selbst wenn wir das wollten, könnten wir das nicht. Selbst mit dem besten Willen nicht. Wir würden immer neue Ungleichheiten herstellen zwischen uns. Und meines Erachtens hat die Demokratie das auch nie versucht. Also wenn ich mir die antike Demokratie anschaue, die attische Demokratie, dann war die sehr viel klüger. Die hat also gerechnet mit Ungleichheit. Die hat die auch gar nicht versucht einzuebnen, wie wir das in der Neuzeit mehrfach versucht haben mit so totalitären Versuchen, die aus meiner Sicht da eben gar nicht totalitär waren, sondern eben vielmehr gerade ausgrenzend. Also da wurden bestimmte Leute aus dem Staat rausgeworfen und entmächtigt und ihre Bürgerrechte beraubt. Und die Demokratie ist, also hart gesagt, ist die Demokratie ein totalitäres System, weil die Demokratie sämtliche Menschen als Bürger in ihr System integriert, also einen Totalitätsanspruch hat. Und das ist nicht etwas Negatives, sondern gerade etwas Positives. Aber die Demokratie hat das immer gemacht auf der Basis der Ungleichheit. Also das heißt, sie hat die Ungleichheit im Privaten bestehen lassen und hat eine politische Gleichheit eingeführt, die nicht das Gleiche ist wie eine private Gleichheit. Das ist ja, ne? Also Gleichheit im Politischen, Ungleichheit im Privaten, das war die demokratische Grundordnung. Und was wir da machen mit den Wahlen und der Geschichte, das kommt also letztlich von Einstellungen, die einfach nicht demokratisch waren. Und weil man eben Angst vor dem Volk hatte, warum wir das jetzt heute nicht mehr zu haben brauchen, warum sich das verändert hat, ist ein eigenes Thema. Liegt es am höheren Bildungsgrad in der Bevölkerung? Liegt es in unserer größeren Menschenvertrauen, das wir heute haben? Liegt es darum, dass wir auch psychologisch heute mehr wissen darüber, wie Menschen funktionieren, als im, was weiß ich, ausgehenden 18. Jahrhundert, frühen 19. Jahrhundert? Liegt es vielleicht auch daran, dass eben die Gesellschaft diverser geworden ist und deswegen auch diese anderen Formen gar nicht mehr funktionieren? Also das kann man alles zur Debatte stellen, was jetzt die Gründe sind, dass wir da einen anderen Zugang haben heute. Aber heute ist es durchaus vorstellbar, dass alle Menschen tatsächlich Bürger sind und alle Menschen den Staat gleichermaßen bestimmen. Also wenn man heute sich noch offen hinstellt und behauptet, dass ja das Volk dumm sei und die Bürger unfähig seien, ihren eigenen Staat zu beherrschen, dann kann man sich, glaube ich, was anhören. Ja, und glauben tun das nach wie vor viele Menschen. Auch viele, sagen wir mal, einfache Bürger, die nie was mit Politik am Hut haben, glauben, dass sie selber zur Politik unfähig wären oder dass es mindestens ihr Nachbar wäre. Und Gott sei Dank bestimmt er nicht mit, weil der ist ja ganz schrecklich. Das sind aber alles Irrtümer, die auf mangelnder Erfahrung beruhen. Also das sind alles Menschen, die haben noch nie geloste Bürgerversammlungen erlebt, also haben noch nie an irgendwelchen teilgenommen und wissen deswegen zum Beispiel nicht, was für einen Riesenunterschied das macht, diesen Austausch zu haben in kleinen Gruppen, also der gesamten Bevölkerung mit der gesamten. Und was einmal auch ausgeblendet wird, ist, dass ja die Leute informiert werden vorher, sich informieren können über die Sachthemen, dass sie also praktisch das bekommen, was heute gewählte Politiker bekommen. Die kriegen also einen Apparat dahinter, der ihnen zuarbeitet. Und diese Apparate, die gewählten Politikern zuarbeiten, können natürlich auch gelosten Bürgerversammlungen zuarbeiten. Da gibt es technisch überhaupt gar kein Problem, warum das in einem Fall funktionieren sollte, aber im anderen nicht. Ne? Also da wird immer so argumentiert, ja, und Politiker sind Experten, haben viel mehr Erfahrung, haben sie aber nicht. In den meisten Sachfragen sind die meisten Politiker höchstgradig inkompetent, das wissen sie auch selber. Und deswegen haben sie ja Sekretäre und Referenten und laden sich irgendwelche Gutachter ein und Sachverständige und Lobbygruppen, die sie überhaupt erst schlau machen sollen. Diese gleichen Prozesse, die momentan gewählte Politiker durchlaufen, können geloste Bürgerversammlungen ganz genauso durchlaufen. Da gibt es also überhaupt keinen Grund. Diese Aussage, dass gewählte Politiker politisch kompetenter seien, die stimmt nur in dem Sinne, dass gewählte Politiker momentan politische Praxis haben. Einfache Bürger bleiben aber passive Bürger, haben diese politische Praxis nicht. Alle Menschen, die aber politische Praxis haben, werden natürlich politisch klug und werden natürlich demokratiekompetent. Und Demokratiekompetenz kommt eben nicht von Bildungsangeboten, liebe Bildungsfuzis. Ja, sondern es kommt von wirklich Learning by Doing und Learning on the Job. Indem du Demokratie machst und an Demokratie teilnimmst, wirst du Demokrat. Indem du an Demokratie teilnimmst, an gelosten Bürgerversammlungen, erwirbst du Demokratiekompetenz. Und wenn du halt keine gelosten Bürgerversammlungen machst, darfst du dich wundern über ein demokratieinkompetentes Volk, weil woher soll es kommen? Ja, dann kannst du 1000 Bildungsangebote machen und erzählen 1000 Mal, wie toll Demokratie ist. Aber wenn du halt keine hast, dann ist das so ein bisschen, erzähl mir was vom Pferd. Ja. Und das machen wir aber momentan ernsthaft. Also es ist schier nicht zu fassen, was wir da tun. Und dann wundert man sich, dass das Vertrauen in Demokratie erodiert und dass Menschen nicht Hurra schreien bei Demokratie oder das nicht toll finden. Naja, wunderbar, sie haben noch nie an einer teilgenommen. Ha! Ja. Also da sprechen dann irgendwie die Wassertrinker, nee, die Weintrinker reden zu den Wassertrinkern und erzählen ihnen, wie toll der Wein ist. Ja, aber die haben halt noch nie Wein gekostet. Ja, okay.
Also, ich komme zu meinem Ausgangsthema zurück. Journalismus. Ist Journalismus verzichtbar für Demokratie? Also hart gesagt, ja. Das tut mir immer leid für die Journalisten. Also, wird es weiter Journalisten geben, die eine wichtige Funktion haben, aber für Demokratie sind sie nicht gar so wichtig, wie sie sich halten. Nur in einer Pseudodemokratie, Protodemokratie, Prädemokratie, in der wir halt auf Wahlen abstellen, statt auf geloste Bürgerversammlungen, erscheint das so, als wäre das wichtig, weil das vermittelnde Moment der Begegnung der Bürger untereinander, also aller Bürger mit allen, halt einfach fehlt. Und dann entsteht ein Riesenbedarf an Vermittlung. Und diese Vermittlung soll dann medial geleistet werden, was aber Medien nur sehr begrenzt leisten können. Genau, an der Stelle mache ich mal einen Punkt, weil meine liebe Frau reinkommt. Und genau, es geht darum, Censeo Demokratia, esse sortienda. Lasst es euch gut gehen.